Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom New Truck Simulator 2 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zenges. Und wir suchen mal wieder nach einem wunderschönen, ja, Auftrag hier am Tag vor dem neuen Jahr. Hoffentlich, wenn ich das schaffe. Wenn nicht, dann ist das irgendwie ein bisschen komisch. Aber nicht wundern, das ist dann normal so. So, wir können Milchpulver nach Groningen in den Niederlande transportieren. Und, war ich schon mal in den Niederlanden hier? Ja, war ich sogar schon mal. Aber das machen wir trotzdem, das ist ja, ne, Holland ist ja immer ein Besuch wert, ne. Und irgendwann fahren wir doch mal in ganz andere Gebiete, also hier irgendwo hin, wo wir wirklich sonst nicht hinkämen. Zum Beispiel in den italienischen Stiefel oder hier nach Griechenland oder vielleicht sogar mal irgendwann nach Ägypten. Aber das ist ein verdammt weiter Weg, das sag ich euch. Aber jetzt erstmal nehmen wir Milchpulver hier an. Stehen wir, glaube ich, so richtig hier. Ah, da sehen wir auch unseren schönen Wagen, machen wir Licht an und fahren direkt erstmal los. Natürlich nicht mit angezogener Handbremse. Und nehmen den Auftrag an. Ah, vorbeigefahren. So, das ist jetzt ein bisschen wie Modellauto fahren. Das fühlt sich, glaube ich, so ähnlich an. Ja, das fühlt sich so ähnlich an. Oh. So, Milchpulver nehmen wir mal an. Und, wo sind wir denn jetzt? Da sind wir. Oh, das ist der falsche Gang. So, es ist etwas befremdend in dieser Sicht zu fahren. Oh, ich darf mich nicht selber befahren, dann bin ich tot. Nein, Quatsch. Ich natürlich nicht. Hier stirbt niemand. Das ist eine Simulation, eine Truck-Simulation und da stirbt natürlich niemand. Außer vielleicht die Geduldsnerven. So, komm, jetzt. Geduldsnerven, was sind Geduldsnerven? Ah, Mann. Aus der Sicht ist das echt mal, kann ich nur empfehlen, mal aus dieser Sicht versuchen, einen Auflieger anzukuppeln oder im schlimmsten Fall sogar abzustellen. Es ist verdammt schwierig. So, aber wir haben es geschafft. Dieser komische APS. Was steht da? Ich kann das nicht lesen. APS The Solver. Aha. Was auch immer die herstellen, wir fahren jetzt los. Wie viel wiegt das Ding eigentlich nach Groningen? 25 Tonnen. Oh ne, das ist noch schwerer als die Weihnachtsgeschenke oder die Weihnachtsgeschenkreklamationen. Das ist natürlich brutal. Aber da müssen wir jetzt durch. Aber ich nehme mir natürlich die Zeit und gucke mal da vorbei bei dem Fragezeichen. Ah, Arbeitsagentur. Wie öde. Ich hatte jetzt mit was Spektakulärem gerechnet eigentlich. Task Force. So, kann man das mal hier wieder wegmachen? Das nervt. So, dann wenden wir mal kurz hier. Einfach so mitten auf der Straße. Ich meine, wir haben jetzt gerade 2.40 Uhr. Das wird doch niemanden interessieren. Trotzdem machen wir natürlich vorbildlich die Warnblinkanlage an, ne? Ah, da kommt doch jemand, aber den stören wir damit nicht. So. Das hat gut geklappt. Hier, der Autohändler, ne? Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Doch, sehr, sehr schön. So, Ampel wird auch gerade grün. Was haben wir hier? Irgendwas Leckeres. Sah zumindest sehr lecker aus. Hätte man jetzt was essen können, ne? Hätte man jetzt was essen können. Moment. Nee. Hier muss ich noch nicht hin. Ich muss gleich unbedingt mal irgendwo. Ah! Blöd. So, stehen wir endlich mal. Ist natürlich eine Freude, wieder zu stehen. Ich meine, stehen, damit es weitergeht. Wer kennt's nicht? Klappt auch immer. Komm. Werd grün. Ja, komm. Lasst euch Zeit, liebe Leute. So. Ah, jetzt was zu essen. Ja, ja. Wobei, unten, wenn ich jetzt einen Stockwerk tiefer gehe, da sind, glaube ich, noch die frischen Plätzchen. Och. Vielleicht werde ich mir davon noch welche nehmen. Hm. Wobei, dann stecken die mir wieder am Hals. Und das wissen wir, das ist nicht so gut. Zumindest nicht, wenn man sprechen will. Sonst ist es manchmal ganz angenehm. Was ist das denn hier für eine Straßenführung? Sehr, sehr kurvig, aber hinter uns ist niemand. Dann holen wir einfach mal hier so richtig kackendreist aus.
und vergessen einfach, dass da in der Mitte noch eine gestrichelte Linie war. Na, die Grünphase schaffen wir wahrscheinlich auch nicht. Oder nur noch verdammt knapp. Ja. Ich muss mal sagen, wir haben eine regelrechte Punktlandung. Vor allen Dingen, stärker möchte ich auch nicht bremsen, weil ich weiß nicht, was da jetzt eigentlich drin ist. Milchpulver. Ja, Milchpulver. Klar, aber ich weiß nicht, ob es zerbrechlich ist. Nicht, dass hinterher diese ganzen Milchpulverpakete aufreißen und dann bei der Drogenfahndung denken sie dann alle, ich hätte wer weiß was da hinten drin. Nee, das wollen wir ja nicht, obwohl man es sowieso denken könnte. Milchpulver? Hm. Vielleicht besteht ja eine gewisse Verwechslungsgefahr. Das wollen wir ja nicht. Komm schon, zieh. Boah. Das eine Minute machen und dann weiterfahren. Ganz normal. Oder dabei weiterfahren. Aber ich glaube, das kriegt das Gehirn, das menschliche Gehirn, nicht koordiniert, wo jetzt vorne und wo hinten ist. Ah, es geht wahrscheinlich schon. Aber es erfordert, glaube ich, ziemliche Übung. Und neben uns fährt gerade so ein riesiges Phallus-Symbol durch die Gegend. Ah, ist ein Kreisverkehr. Blinken wir natürlich nicht. Ah, Recklinghausen. Schön. So, und bisschen ausholen, kommt ja kein Gegenverkehr, alles easy. So, tanken müssen wir nicht, schlafen müssen wir auch nicht, das ist wunderbar, dann können wir einfach durchbrettern. Ah, aber nicht durch Schilder durchbrettern, das ist ungesund. Bremen, Osnabrück, Wuppertal. So. Bremsen wir mal schon mal an. Ah, wir haben Vorfahrt, das ist natürlich wunderschön. Kann man sich aber manchmal nicht so ganz drauf verlassen. Vor allen Dingen bei KI-Männchen nicht. Weil die machen manchmal Blödsinn. Wobei die sich hier in der Regel sogar noch ziemlich gut benehmen. Also sie fahren nicht so oft gegen Wände und wir bleiben gleich stehen und die machen auch in der Regel relativ gute Sachen, also halten sich sogar halbwegs an die Verkehrsregeln. Ne? Aber manchmal benehmen sie sich dann doch ein bisschen daneben. Aber das tun Menschen ja auch. Also ist das eigentlich perfekt, diese KI. Also insgesamt jede KI ist perfekt, weil Fehler können passieren. Okay, ich habe noch keinen Mensch gesehen, der permanent gegen eine Wand läuft. Aber gibt's auch. Es gibt natürlich auch welche, die stehen auf unterm Tisch und stoßen sich da den Kopf ein. Sowas alles schon mal gegeben, ne? Aber in der Regel sind Menschen ja dann doch recht lernfähig, auch wenn man da manchmal dran zweifeln kann. Aber gut. Ja, das neue Jahr steht jetzt wirklich direkt bevor. Und ich muss sagen, ich war mit diesem Jahr eigentlich ziemlich zufrieden. Das kann ich so unterm Strich sagen. Aber jetzt beziehen wir es mal nur hier drauf. Ich meine, ich nehme jetzt das ein bisschen im Voraus auf, aber trotzdem, egal wie viele Abonnenten es sind, vielen Dank. Echt, es ist ziemlich schön, das so zu sehen. Und ja, aufruftechnisch, ne? Ja, aber nicht nur die Zahlen sind es, einfach, wenn es euch Freude macht, was es hoffentlich auch tut. Wenn nicht, schade, aber vielleicht kann man ja was verbessern. Aber sonst wirklich ein sehr schönes Jahr. Ich habe meinen neuen Rechner, auch wenn der manchmal Probleme macht, sogar selbst ein neuer Rechner, muss man sich mal vorstellen. Also eigentlich kann man sagen, alles im Ganzen ziemlich cool. Ja, doch, so kann man es sagen. Ja, und jetzt fahren wir hier U-Truck Simulator wieder. Ja, und jetzt um die Kurve da, wunderschön. Straßenführungen, da kannst du... Also solche Kurven, ne? Die vermisst man in anderen Bereichen. Aber hier auf der Straße möchte man sie überhaupt nicht haben. Hier nerven sie. Vor allen Dingen als LKW-Fahrer. Hier in der virtuellen Welt. Komm. Zieh. Ja, ich würde jetzt gerne das Radio anmachen, aber dann gibt es wieder irgendwelche komischen GEMA oder
möchte gern GEMA-Probleme. Weil irgendwas wieder entdeckt wird, was vielleicht eventuell urheberrechtlich geschützt ist. Aber gut. Stück weit verständlich, aber irgendwie auch nicht. Naja. Also lassen wir das mit dem Radio. Ich könnte jetzt singen, ne? Aber das lasse ich vielleicht auch mal lieber. Mach das Radio. Was machst du denn da? Meine Güte. So. Ach ja, schön. Ah, oh, was ist das denn? Oh! Ich glaube, da links muss ich jemanden zensieren. Eventuell. Muss ich mal fragen, ob das geht. Ansonsten schöne Grüße an die Person, die da unten links gerade zu sehen war. Aber gut. So. Fahren wir mal hier durch die Gegend. Ach, Rindviecher. Ach, guck mal, Rindviecher, wie schön. Tatsächlich Rindviecher an der holländischen Grenze. Wie schön. Können die Tulpen fressen. Hahaha, meine Güte, der Witz ist so alt. Aber trotzdem, es gibt Leute, die holen den immer wieder aus der Tasche. Also ich natürlich jetzt leider auch, obwohl ich diesen Witz so blöd finde. Aber naja, man hört ihn immer wieder. Ne? Ein paar Tulpen kaufen, dann nochmal kurz zum Coffeeshop. Bisschen Drogen, ne? Und dann geht's wieder zurück nach Deutschland. Ja, ja. So sieht das ja auch als LKW-Fahrer im virtuellen Bereich hier aus. Ne? Nichts anderes. Wer weiß, was sie da in der Scheune lagern. Nein. Wobei, ich hatte letztens was Lustiges mit einem Holländer. Zum Thema, ich habe nichts gegen Holländer, wirklich nicht. Weil das war ein sehr, sehr netter Holländer. Und der hat mir Dutch Rap gezeigt oder näher gebracht oder versucht näher zu bringen. Also gewöhnungsbedürftig, nennen wir es mal so. Man kann es machen, aber ja. Ja. Naja, auf jeden Fall war ziemlich lustig. Ich habe nichts verstanden und habe mich irgendwie kaputt gelacht, weil Holländisch, wenn man nichts versteht, ist irgendwie ein bisschen komisch. Oder wenn man es nicht gewöhnt ist, das ist ja bei vielen Sprachen so. Wenn man sie gewöhnt ist, dann geht's. Also ich denke, zum Beispiel jeder oder fast jeder Amerikaner sagt irgendwie, oder insgesamt Ausländer sagen, die deutsche Sprache ist so hart und brutal und so. Und das finde ich zum Beispiel eigentlich überhaupt nicht. Aber ich denke, vielleicht habe ich mich da einfach irgendwie dran gewöhnt und so. Kann ja sein. Aber okay, das empfindet man halt irgendwie immer als anderssprachiger etwas anders halt, ne? Macht ja auch Sinn. Aber auf jeden Fall, ihnen habe ich dann mal Kollega gezeigt oder zumindest schnelle Rap-Musik. Und das war auch ziemlich lustig, weil wir standen dann beide da und haben uns die Hand gegeben quasi und haben gesagt, okay, ich verstehe deine Rap-Musik überhaupt nicht und ich verstehe deine Rap-Musik auch überhaupt nicht. Also es war ziemlich lustig. Ja. Aber kann ich sehr empfehlen, Dutch Rap, ne? Also wer Holländisch lernen will, unbedingt hören, dann, weil wenn man das versteht, ich glaube, dann ist man richtig gut im Holländischen. Also, ja, sag ich mal, mit anderen Sprachen machen. Zum Beispiel Französisch. Obwohl französischer Rap geht sogar eigentlich. Also ich meine, da kann man sich sogar noch schneller dran gewöhnen. Also, ja. Finde ich. Oh, das ist ein Hügel, da fahren wir mal langsamer. Nicht, dass uns hier irgendwas bricht. Boah. Oder Milchpulver durch die Gegend fliegt. Ist hinter uns so eine weiße Schneeschicht, ne? Ja, ja, ne? Wunderbar. Hier auch für die Fiets, oder wie nennt sich die Fahrräder nochmal? In Holland? Ja, irgendwie sowas, ne? Ich weiß es nicht. Wobei das in Holland wirklich sehr ausgereift. Das Straßennetz für Fahrräder. Weil da hat man immer wenigstens so ein 1 bis 2 Meter oder ja, so ungefähr so ein Streifen für Fahrräder. Und das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Und da sollte sich Deutschland zum Beispiel mal ein Beispiel dran nehmen. Also ich fahre in der Regel ja hin und wieder auch mal Fahrrad. Und es ist echt teilweise grauenhaft, wenn man so dann fährt. Und dann entweder man muss
über einen Gehweg fahren, um nicht auf einer viel befahrenen Straße zu fahren, um von irgendwelchen Leuten entweder nass gespritzt zu werden mit dem Auto oder eben überfahren zu werden. Ja, oder man fährt über einen Radweg, der in schlechten Zuständen ist, wo man sich vielleicht irgendwie ja, Speichen bricht und so weiter und so weiter. Also alles möglich da. Natürlich gibt es auch teilweise gute Beispiele, gute Fahrradstraßen, sag ich mal. Aber in der Regel fand ich da Holland wesentlich überzeugender. So, wir sind jetzt gleich auch hoffentlich da. Ja, ich sehe schon unten auf dem Navi ganz leicht das Ziel. Ich sollte vielleicht nicht ganz so schnell fahren hier in die Kurven. Das ist nämlich, ja, man kippt, glaube ich, doch schneller um, als man denkt. Und vor allen Dingen schneller, als man will. Ja. So, den wievielten haben wir eigentlich hier im Spiel? Dienstag. Dienstag den. Oh, oh, oh. Baustelle, 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 Baustelle. Langsam, langsam, langsam. Ja, da wäre jetzt fast wieder ein Auffahrunfall passiert. Ja, wir haben Dienstag in diesem Spiel. Wievielten sagt uns das Spiel nicht, aber das macht ja nichts. So. Leute, ihr wartet ziemlich dicht aneinander. Schöner Volvo. Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Euro Truck Simulator stehe ich auch eher auf Volvo. Ich finde irgendwie Volvo hat was. Also ist einfach, ne, schick und hat vor allen Dingen viel Power. Ich glaube, das ist der stärkste LKW hier im Euro Truck Simulator. Also ohne Mods. Ich hatte mal eine Mod installiert. Da hatte der LKW dann 1000 PS auf einmal, oder waren es nicht sogar noch mehr, das war auch ein Volvo. Und das fand ich richtig cool, aber irgendwann merkte man so, das macht auch keinen Spaß, weil man hat zum Beispiel nicht mehr diese Probleme, dass man irgendwo nicht so leicht hochkommt oder so. Nein, man kam einfach überall hoch und ist permanent mit, wenn man diese Geschwindigkeitsbegrenzung rausgenommen hat, die ich übrigens drin habe jetzt, dann konnte man permanent irgendwie 170 fahren, nee, sogar noch schneller. Irgendwie kurz vor der 200 oder so. Also es war schon ein bisschen übertrieben, ne? Aber eben auch mal eine ganz coole Erfahrung, aber auf Dauer fand ich das dann doch nicht so reizvoll. Ich habe lieber dann so eine Lusche hier und ärgere mich darüber und so. Sonst ist alles einfach zu perfekt, ne? Weil natürlich wünscht sich wahrscheinlich jeder LKW-Fahrer irgendwie eine Zugmaschine mit unendlich viel PS, ne? Aber das ist einfach nicht möglich. Nein! Oh. Durchgerutscht. Egal, hier stand scheinbar kein Männchen irgendwo und hat gesagt, du böser, böser Zenges, fährst über rote Ampeln. Ich weiß nicht. Manchmal sind diese Männchen namens Polizisten scheinbar unaufmerksam. Weil sonst im Euro Truck Simulator scheinen ja hinter jeder Ecke zu lauern. Und immer dann, wenn man nur leicht über die Linie fährt, kommt dann irgendwo ein kleines grünes Männchen aus dem Gebüsch hervorgerannt und knallt einen so einen Strafzettel vorne auf die Windschutzscheibe. Ne? Ich weiß nicht, woher die kommen, aber sie kommen halt immer irgendwo her. Aber hier jetzt nicht. In Holland sind die scheinbar recht zahm, weil das war echt noch nicht überfahren. Das war, also natürlich die Linie war überfahren, aber ich war einfach noch nicht so auf der Gefahrenstelle, sag ich mal. Ne? Naja, wobei das wahrscheinlich jeder Polizist anders sieht. Der eine drückt ein Auge zu, der andere sagt, das war doch keine Straftat und der andere sagt, das war natürlich eine Straftat. Und ich denke, also alle haben da irgendwie recht, ne? Auf ihre Art und Weise eben. So, machen wir alles wieder hier schön, ne? Licht aus und drücken T. Und wie immer haben wir das natürlich ausgezeichnet gemacht. Also ich meine, oh, was erwartet ihr anderes, ne? So, Level 10 sind wir da auch bald. Wunderbar. Können wir irgendwas aufrüsten? Nee, können wir nicht. Also, ich denke, das war's dann auch für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, ich wünsche euch einen guten Übergang ins neue Jahr. Guten Rutsch möchte ich nicht wünschen. Vielleicht ist es glatt und man fällt und, ne, und gibt's Verletzungen und das im neuen Jahr. Das ist nicht schön. Also, guten Übergang und viel Spaß auch im nächsten Jahr. Und bis dann. Tschüss.